Das Literaturverzeichnis befindet sich am Ende des Werks und enthält alle notwendigen Informationen für die Leser, um die in der vorwissenschaftlichen Arbeit angeführten Quellen zu identifizieren und nachschlagen zu können. Es sind nur die Titel anzuführen, die gelesen und in der Arbeit verwendet worden sind. Die Angaben im Literaturverzeichnis müssen richtig und vollständig sein. Die Reihenfolge der Artikel sind je nach Zitierstil unterschiedlich. Es kann sein, dass die Titel in der alphabetischen Reihenfolge der Verfassernamen angeführt sind oder numerisch nach dem Verfassungszeitpunkt des Artikels. Jede Literaturangabe enthält aber üblicherweise den Autor oder die Autorin, das Erscheinungsjahr, den Titel und die Erscheinungsangaben. Aber nicht jede Literaturart beinhaltet dieselben Informationen im Literaturverzeichnis. Denn für die Angabe der Referenz ist es relevant, in welcher Form ein Artikel erschienen ist. Denn für ein Buchkapitel benötigt man andere Angaben als für einen Zeitschriftenartikel. Denn auch wenn die Daten anfangs korrekt erscheinen, fehlen dennoch wichtige Angaben, die zu einem lückenhaften Literaturverzeichnis führen. Im Kapitel Literaturverwaltung wird genauer auf dieses Thema eingegangen. Heutzutage gibt es viele Tools, die diese Arbeit für uns übernehmen. Ein Beispiel dafür wäre Zotero. Das ist ein Literaturverwaltungsprogramm, bei dem der Schreiber die Literatur verwalten und zum Zitieren verwenden kann. Es kann auch ein Literaturverzeichnis erstellt werden. Eine Sekundärliteratur ist ein Textzitat aus einer Originalarbeit, die dem Autor nicht vorliegt. Wird dieser Text nun in der VWA zitiert, muss dieser mit zitiert nach angegeben werden. Im Literaturverzeichnis ist dann nur die Quelle, nicht die Originalarbeit anzuführen. In diesem Beispiel beinhaltet der Artikel ein Zitat von Müller. Sekundärzitate sollten eher sparsam verwendet, wenn nicht ganz vermieden werden. Denn es wird eine Aussage übernommen, die man selbst nicht nachgeprüft hat. Für das Zitieren gibt es viele verschiedene Richtlinien. Wichtig ist nur, dass in der gesamten Arbeit nur eine Zitierweise verwendet wird. Bei allen Richtlinien steht das Zitat vor dem Punkt und nicht dahinter. Die am meisten verwendeten Stile bei der VWA sind das DGP und der Harvard-Stil. Bei beiden Varianten wird im Zitat nur der Autor, das Erscheinungsjahr und die Seitenzahl in runden Klammern angegeben. Die Herkunft einer Aussage wird durch die Angabe der Quelle, also in der Regel eine Publikation, belegt. Im Text erfolgt ein Kurzhinweis. Der Leser kann dann am Ende der Arbeit im alphabetischen Literaturverzeichnis die vollständige Angabe auffinden. Im Text erfolgt die Quellenangabe beim DGP-Stil durch Anführung des Familiennamens des Autors und des Erscheinungsjahrs. Wenn kein Autor angeführt ist, dann wird zum Beispiel der Titel des Werks verwendet. Bei einem Autor gibt es drei Varianten, wie im Text darauf verwiesen werden kann. Ist die Eindeutigkeit der Quellenangabe gewährleistet, kann im selben Absatz nach der erstmaligen Angabe das weitere Anführen des Erscheinungsjahres vergessen werden. Bei zwei Autoren werden im Text immer beide zitiert. Sie werden mit einem Und verbunden.